So, ich freue mich, mit euch wieder unterwegs zu sein mit Tomb Raider Underworld. Ja, da wäre ich, glaube ich, niemals drauf gekommen von alleine. Man muss Folgendes machen. Man muss nämlich hier von der Wand und nach oben. Eigentlich hätte ich da wirklich drauf kommen können, aber war ich einfach zu blöd für in dem Moment. Ja, die Frage ist, ob ich das überhaupt noch schaffe, aber hoffen wir das Beste. Da frage ich mich aber immer noch, wofür war dieser Schalter vorne? Wie macht man das? Oh Gott, ey, nicht nur, dass ich das nicht kann, ich kriege es auch noch sowieso nicht hin. Genau, und dann bildet sich hier eine Brücke. Schon erstaunlich. Komm. Komm. Das war irgendwie klar. Hoffentlich muss ich jetzt nicht nochmal das machen, ne? Oh, ich muss das... Oh nein. Wie viel Anlauf braucht denn so eine Stelle eigentlich? Ja, jetzt kann ich aber schön diese Stelle üben, ne? Ja. Ich weiß nicht, wieso die da immer diese Rolle macht. So, machen wir. Gott, oh Gott, mein Gott! Ich habe mich so erschrocken mit den scheiß Viechern. Boah, warum nicht folgen die mir nicht? Ich hasse Spinnen. Boah, Leute. Gibt's da echt nicht, oder? Ich glaube, hier werden wir noch mehr von diesen ekligen Spinnviechern treffen. Angeblich machten sich die Herren von Xibalba einen Spaß daraus, Besucher mit heimtückischen Fallen zu töten. Ach, ist ja was ganz Neues für Ladas Umgebung. Oh Gott. Oh nein. Jetzt sind auch die normalen Pistolen gemacht, aber naja. Oh. Ich erinnere mich noch an diese Stelle. Die war übel, Leute. Echt übel. Hier hatte man echt nichts zu lachen. Hier musste man irgendwie diese Figuren, glaube ich, vervollständigen oder schieben. Und das Ding muss man bestimmt irgendwo einsetzen. Ich gucke mir jetzt mal die Lösung an. Nicht die Lösung, nur ein Tipp. Wie es aussieht, sind vor dem großen Siegel zwei Druckplatten. Ich muss eine der Druckplatten mit meinem Motorrad beschweren und mich selbst auf die andere stellen, um das große Siegel zu öffnen. Welche Siegel? Hier fehlt aber noch was, ne? Oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr so genau. Na komm. Also irgendwas fehlt hier ganz sicher. Da ist ja schon klar, dass hier irgendwas fehlt. Was soll denn auch bei einem Tomb Raider Spiel komplett sein? Man muss ja immer alles finden. Über 10.000 Wege klettern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Noch so ein Ding. Muss ich die denen in die Hand drücken oder was?
Ah, gut. Da war also noch so ein Ding da oben. So, fehlt hier noch eins? Aber man muss ja hier noch echt schwer klettern für irgendwas. Ich weiß nicht wofür so genau. Oh, genau. Da sind hier noch diese Steine davor. Ich kann die Figuren nicht schieben. Na komm, was war? Genau, man konnte die Figuren schieben. Aber ich kann das ja nicht, weil diese Steine davor sind. Da brauche ich hier wohl... Ich ahne Böses hier. Da waren, glaube ich, so 4 Gänge. Es waren dort 4 Gänge, die ich bestreiten musste. Genau. Und das war hier nicht einfach, das sage ich euch, Leute. Echt. Echt jetzt. Das war echt schwer. Da komme ich jetzt nicht so hoch. Ach Gott, dieser Tempel ist echt... Ich meinte, dass ich mir hier vor Wut da fast einen abgebrochen habe. Weil ich nicht weiterkam. Naja, hier könnte man wahrscheinlich weiter... Da waren noch mehrere Wege. Ich glaube, eine Tür konnte man so erreichen, aber... Und nur? Lara? Sag mal. Toll. Spitzenmäßig. Aha. Ach so, da kann ich hoch. Ja, richtig. Tja. Leute, was bringt mir das alles hier? Da hinten kann ich auch noch mal hoch. Aha, hier geht's auch noch. Scheint es auch noch weiter zu gehen. Da hinten ist auch noch eine Tür, aber... Was bringt mir die Tür, wenn ich sie eh nicht aufkriege? Keine der Türen ist auf irgendwie. Ich weiß es nicht. Wenn keine der Türen auf ist, würde ich dann jemals dahin gelangen. Na komm. Ja, wenn die Türen nicht auf... Ich weiß, ich musste diese Figuren holen, aber was soll ich denn machen, wenn die Figuren gar nicht da sind? Und? Oh mein Gott. Es wird mir echt zu schwer, so langsam hier alles. Nee, es gibt auch überhaupt keinen Hinweis darauf, was man machen muss. Gar nicht. Wie es aussieht. Ja, ja, die Druckplatten, toll. Ich muss eine der Druckplatten mit meinem Motorrad beschleunigen und mich selbst auf die andere stellen, um das große Siegel zu öffnen. Was gibt's hier jetzt? Wieso war das eine Ding überhaupt noch nicht ganz auf? Der hat auch noch keinen Zepter. Ach so, dann habe ich gerade etwa jetzt. Ja, ganz toll, wirklich. Tolle Speicherpunkte. Ah, wenn ich noch wüsste. Ja.
trotzdem bringt mir das nichts, wenn nicht weiter. Jetzt müsste ich irgendwie an den Speicherpunkt gelangen. Eine Tür, aber da ist auch keine Tür aufgegangen. Keine einzige Tür ist aufgegangen. Ja, es bringt mir ja nichts, wenn ich zu den Türen hingelange, wenn ich gar nicht die Türen aufmachen kann.